Hallo zusammen und willkommen zurück bei Summon Guide. Ich bin der Elaran und ich dachte mir, heute machen wir das Video über das neue Fusionsmonster, also den Panda Warrior oder wie der heißt. Ich nenne ihn jetzt einfach mal den Panda, da er, naja, ich finde es schade eigentlich, dass es ein Panda ist. Das ist wieder mal so ein bisschen World of Warcraft-like, aber das ist ja Come to Us. Die haben, glaube ich, auch gedacht, ja, ein bisschen Pandas drin macht es ein bisschen süßer, aber naja. Ich habe ihn mir gleich fusioniert. Ich habe ihn auch gleich, glaube ich, das waren 3 Tage nachdem der gekommen ist, habe ich den erstellt, also fusioniert und gleich auf Six-Star gehauen. Werden wir uns ihn gleich mal anschauen. Der sieht dann so aus. Der heißt Xiong Fei oder so. Aber kommen wir gleich mal zu den Attacks. Das ist am einfachsten. Greift den Feind dreimal an. Jeder Schlag hat eine Chance von 30%, die Verteidigung vom Ziel für 2 Runden zu senken. Also Deathbreak auf der ersten Attack. Er greift dreimal an. Also zum Beispiel Qual würde auch was bringen. Dann haben wir, wenn ihr ihn maxt, da sind es nochmal 20% mehr. Also 50% Chance, Deathbreak hinzubekommen. Das ist nicht mal so schlecht. Kommen wir zur zweiten Attack. Entfernt schädliche Effekte, die auf dir sind, und startet einen Gegenangriff. Wenn man angegriffen wird, regeneriert jede Runde 15% der HP von allen Verbündeten, dies für die nächsten 2 Runden. Also, das ist ganz einfach. Er hat zum Beispiel schädliche Effekte drauf, macht die Attack, alle schädlichen Effekte sind weg. Regeneriert jede Runde 15% der HP. Das ist ein Buff, den jeder dann bekommt. Das ist der Regeneration Buff. Der gibt dann allen Verbündeten, je nachdem, wann sie natürlich drankommen. Sobald sie dran sind, bekommen sie 15% der HP zurück. Und das ist noch richtig geil: Xiong Fei oder der Panda, der kriegt dann noch den Gegenangriffsbuff. Also jedes Mal, wenn der angegriffen wird, macht er einen Gegenangriff. Und natürlich ist der Gegenangriff die erste Attack, also Deathbreak. Und das kann schon, naja, ich sag mal, das kann nicht mal so schlecht sein. Aber kommen wir gleich zu der dritten Attack. Greift den Feind viermal an. Jeder Schlag hat eine Chance von 50%, einen zufälligen schädlichen Effekt zuzufügen. Der Schaden ist proportional zu deiner Verteidigung und der Max-HP des Feindes. Also da kommen nochmal 30% hinzu, also 80%ige Chance, irgendwelche schädlichen Effekte auf dem Gegner hinzubekommen. Macht ganz gut Schaden, die Attack. Also würde sich lohnen, da zum Beispiel mit, ja, ich sag jetzt einfach mal Qual, sehr viel Defense, gut HP, also wirklich tanky zu machen, nicht allzu schnell, weil sonst, ja, die zweite Attack, den Gegenangriff, ich würde ihn jetzt nicht mit Revenge ruhen, das bringt nichts, wenn er da ja schon den Gegenangriff hat. Ich würde da jetzt wirklich mal auf Wächter zum Beispiel und. Ja, Qual wäre nicht schlecht. Extra Runde wäre ganz gut. Was hätten wir dann noch? Na, schätze mal, das war's. Oder Zorn. Natürlich, wenn ihr jetzt gute Zornruhen habt, mit sehr guten Defense-Substats und HP-Substats und alles Mögliche, da würde ich sagen, macht ihr Zorn. So, kommen wir noch zur Leaderfertigkeit. Das sind 33% Verteidigung für alle verbündeten Monster. Das ist ein ziemlich guter Leader-Buff, zum Beispiel für Raid. 33% Verteidigung ist ziemlich nice. Und jetzt kommen wir gleich noch zum Erwecken. Wenn ihr ihn erweckt, bekommt er gleich nochmal 25% Widerstand, also Resistenz. Und jetzt kommen wir zu den Runen. Wie ich gesagt habe, ich habe ihn jetzt nicht so geruhnt, wie ich gesagt habe, da ich die Runen nicht habe. Aber ich habe ihn jetzt mal so geruhnt, einfach weil ich keine anderen Runen mehr hatte. Aber er macht auch so Spaß. Auf der ersten Rune ist eine Energy-Rune, hat ein bisschen Speed. HP 13%, Crit-Rate 7, Crit-Damage 10, Over 2 hat die Defense-Prozent-Rune, Six-Star, dann hat der HP 11% drauf, Crit-Rate 4%, Death und HP Flat-Stat und Crit-Damage ein bisschen, Over 3, Resistenz 19, Crit-Rate 5, Defense 10, ACC 4, Over 4 habe ich die Crit-Damage-Rune genommen, hoppla, die ist noch auf plus 9, habe ich gar nicht gesehen. Macht ja nichts, kann ich dann später auch werten. Die hat noch ein Defense 18% drauf, Resistenz 14, Attack 6%. Könnte eventuell noch sein, dass da ein bisschen mehr Defense rausspringt, wenn ich die auf 12 haue. Aber wie ich Comtoas kenne, kommt da Flatstat HP.
Naja, dann Over 5, die HP Flats der Trune, HP plus 13, Defense plus 12, Crit Damage plus 8 und Resistenz plus 3. Und dann noch Over 6 die Defense Prozent Rune, ACC 5, HP 11% und Speed 13. Die ist auch noch nicht auf plus 12, aber macht nichts. Wer weiß, was da noch kommen kann. Aber das ergibt einen solchen Xiong Fei. Und nochmal zu den Runen. Ich würde da wirklich Qual zum Beispiel nehmen oder die Extra-Runde. Leider habe ich die Runen nicht. Aber zum kleinen Einblick, wie ihr seht, da müsst ihr wirklich sehr viel Defense haben bei dem. Also nicht so sehr auf die HP gucken, sondern mehr auf die Defense. Dann, was ihr noch braucht, ist halt das ACC. Das konnte ich jetzt leider nicht hinbekommen mit meinen Runen. Und natürlich, wenn ihr Damage machen wollt mit dem Xiong Fei, dann würde ich sagen Crit Damage unten. Also Over 4 die Crit Damage Rune muss sein. Und ihr solltet noch genug Crit Rate haben. Aber wir werden uns ihn gleich mal angucken. Ich gehe jetzt mal, ja, wir gehen mal dahin. Nicht Tesha. Nehmen wir da den Panda mit, wo er auch ist. Da. Ich gehe jetzt mal alleine rein. Dann seht ihr auch gleich den Gegenangriff und so weiter. Ich weiß nicht jetzt genau, wie viel Damage das er machen wird. Aber sollte ja, glaube ich, schon genug sein. Ich lasse jetzt da mal auf plus 1. Jetzt wird er ein bisschen attackiert. Den Deathbreak hat er zumindest hinbekommen. Na, schlafen. Komm schon. Das bisschen Damage, das du da kriegst, das schläft doch nicht gleich ein. Das ist die zweite Attack. Jetzt hat er Gegenangriff. Und da haut er natürlich immer wieder rein. Also viel Damage macht er jetzt da bei mir nicht. Ich habe ihn jetzt auch nicht gerade groß auf das super Damage-Output-Tier gemacht, aber die dritte Attack war jetzt das und die hat jetzt ziemlich was reingehauen, sofern der Deathbreak natürlich vorhanden ist. Also er macht wirklich gut Schaden. Ich mache jetzt da mal wieder auf mal 3. Also Schaden macht er eigentlich gut, wie gesagt. Die Leader-Fertigkeit macht ihn halt ziemlich tanky, wenn er ihn natürlich mit Defense Over 2 und Defense Over 6 ausrüstet. Dann hat der ziemlich stark Defense. Und dann ist der wirklich auch ein guter Tank, der lange stehen bleibt. Und er hielt sogar noch euer Team. Oh, da war noch sogar ein Orakel, habe ich gerade gesehen, irgendwie vorbeizischen. Was war das denn? Oh, die Seara. Die wünschte ich mir auch. Habe ich leider noch nicht. Also leider noch nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich die jemals bekommen werde. Aber ich habe jetzt einen Panda. Ist ein ziemlich gutes Monster, zum Beispiel für Raid. Wo könnt ihr den noch gebrauchen? Ich würde mal sagen, Arena ist auch ganz nice. Oder GK. Oder zum Farmen natürlich. Zum Farmen ist er super. Sofern ihr natürlich die richtigen Monster mitnehmt zum Farmen, damit er immer attackiert wird, dann würde sich das am besten lohnen. Aber das war der Panda. Ich denke mal, ich habe alles zu ihm gesagt. Bin mir da nicht so sicher. Aber wie gesagt, das wäre der Panda. Ich hoffe, ihr konntet ihn auch fusionieren. Wenn nicht, macht das. Denn er ist wirklich ein gutes Monster. Auch wenn er wie ein Panda aussieht. Er ist ja auch ein Panda. Aber er hat gute Attacks, macht gut Schaden. Und ich würde sagen, kommt, du hast jetzt sich da schon was überlegt über den roten Panda. Dass den jeder machen kann. Denn, naja, die zweite Attack healt. Er hat einen Deathbreak und er gibt noch ein bisschen was an schädlichen Effekten. Zum Beispiel könnt ihr den auch gut für, ich sag jetzt einfach mal, vielleicht Necro, da die erste ja dreimal angreift und die dritte viermal, könnte sich eventuell auch lohnen. Aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht werde ich ihn später mal irgendwo einsetzen können. Im Moment steht er bei mir ein bisschen im Lager rum oder ich habe ihn gerade in der Arena-Verteidigung, weiß ich gar nicht. Aber das war der Panda. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und viel Spaß noch beim Zocken. Tschüss!